hilft dabei, Gegenstände aus einer Tresorvitrine zu stehlen. Also insgesamt müsst ihr 2 Gegenstände aus einer Tresorvitrine stehlen. Die Vitrinen findet ihr in Relentless Retreat und in Sanguine Sweet. Also dafür müsst ihr in den Keller gehen, bei dem Tresor. Der Tresor wird vom Wachen und auch hier von den Kartengeber, also diesen NPC-Boss, hier beschützt. Um in den Tresor zu kommen, müsst ihr hier den Kartengeber, also den NPC-Boss, eliminieren. Sammelt die Schlüsselkarte ein. Jetzt müsst ihr hier durch die Lichtschranken durchgehen. Wie ihr seht, hat sich die Position der Lichtschranken geändert. Jetzt öffnet ihr mit der Schlüsselkarte hier den Tresor. Betretet den Tresorraum. Jetzt geht ihr hier zu der Vitrine hin, schlagt die Vitrine ein, stellt die Waffe, wiederholt das Ganze nochmal und dann habt ihr die Aufgabe erledigt.